Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Wir sind jetzt hier bei der Quest Königsmacher und müssen Oswald finden. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo dieser Mann steckt. Er könnte überall sein. Ich erinnere nur zu gerne an die Situation, als wir Ivar finden mussten. Den habe ich ja auch... ja, quasi googeln müssen, weil ich dachte... gut, aber auch nur, weil ich dachte, es wäre ein Bug. So, auf jeden Fall sind wir hier nicht im Questgebiet. Jetzt schon. Jetzt müssen wir das Gebiet erstmal wieder eingrenzen. Also hier ist noch Questgebiet. Sobald wir hier hingehen... nicht mehr. Da stand was von 80 Metern gerade. Ich gehe einfach mal in die Richtung. Ist er vielleicht hier? Bei dieser Menschenmenge? Wie die Wölfe, sie mordeten und brandschatzten auf dem Weg. Nice. Hallo Oswald. Und Crew, die drumrum steht. Ich habe mir hier ein Heim aufgebaut. Ritz Clan hat auch uns angegriffen. Oh, wie schön, ein Heim sein eigen nennen zu können. Meines wurde vor Jahren niedergebrannt. Von wem nur, frage ich dich? Bitte, ihr alle. Ob Däne oder Sachse, wir alle wollen denselben Frieden. Einen Acker zum Bestellen und ein trautes Heim ohne Angst vor Ritz Angriffen. Bis sie den Frieden brechen und wieder über uns herfallen. Unfug. Das ist jetzt ihre Heimat. Genau wie unsere. Unsere Zukunft ist eine gemeinsame, versteht das? Und was ist mit den Dänen, die uns angreifen? Was willst du gegen die unternehmen? Wenn ich König bin... wenn ich euer König bin, werde ich das in Ordnung bringen. Bevor du König wirst, bin ich ein fliegender Troll. Das hast du gut gehandhabt. Zwistigkeiten zwischen Sachsen und Dänen enden meist nicht so harmonisch. Das nennst du harmonisch? Ein Streit wurde ohne Blutvergießen beendet. Harmonischer wird's nicht. Das sind ja Aussichten. Ich bin Eivor vom Rabenclan. Bist du Oswald? Ich... du willst ihn aber nicht töten, oder? Es ist nicht meine Art, Könige zu töten. Aber ich lerne sie gerne kennen. Ich bin Oswald, ja. Solange ich mich halten kann. Also, was ist hier geschehen, Oswald? Ein Clan, geführt von dem Dänen Rüd, griff heute Morgen an. Sie überfallen schon seit längerem Gehöfte und Dörfer in East Engla und sie werden mit jedem Tag dreister. Wissen Sie, dass hier Halfdans Land ist? Bestimmt, aber es ist ihnen egal. Auch mein Zuhause wurde von ihnen ins Unheil gestürzt. Ich will dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt. Ich habe kürzlich erfahren, dass du der Haken bist, an dem alle Hoffnung hängt. Als König könntest du alle Sachsen und friedlichen Dänen vereinen. Die Bürde ist kaum der Rede wert, nicht wahr? Wer sollte sie tragen, wenn nicht ein König? Komm mit mir, Eivor. Wir können meine unsichere Zukunft unterwegs besprechen. Sag mir, was willst du in Elmenham? Meine Hochzeit vorbereiten. Ganz Elmenham steht bereit. Ich werde die Dänin Valdis heiraten. Sie ist eine Base Halfdans. Gut. Eine passende Ehe kann ein starkes Bündnis schmieden. Worauf wartet ihr noch? Worauf? Mir fehlt die Erlaubnis Valdis zur Ehelichen. Ihre Brüder heißen mich nicht gut. Langsam. Irgendwas ist hier im Busch. Halt! Dort vorne ist auch. Das ist Betelea. Womöglich dieselben Männer, die Mauern von Norwegen angriffen. Bleib hier. Ich sehe nach. Das kriegen wir hin. Auf jeden Fall scheint er ein sehr netter Mann zu sein. Betelea-Gehöft. Geht nichts. Naja, ein bisschen schon. Was passiert denn da? Na komm her.
Ja, genau du. Genau dich meine ich. Komm her. Na komm. Braver Däne. Was ist geschehen? Die habe ich ja gar nicht gesehen. So, da hinten ist noch einer, genau. Das sollte das letzte dieser feigen Schweine gewesen sein. Oswald wird sich freuen, das zu hören. Kann ich da nicht rein? Schade. Aber irgendwo war doch hier der Schlüssel. Moment. Irgendwer hatte doch hier... Hier war doch vorhin ein Schlüsselsymbol da. Und ein Opal. Gerne. Immer gerne. Gebet einer Gattin. Edgar, es ist Tage her, seit Alda loszog, um die Räuber in der Nähe unseres Hofs zu verfolgen. Ich vertraue darauf, dass Gott ihn schützt. Nichtsdestotrotz bin ich besorgt. Sei vorsichtig, wenn du dich auf die Felder wagst. Das ist aber ein ordentlich großes Haus, muss ich sagen. So. Oswald. Ich habe alles erledigt. Und das Haus geplündert. Rüds Clan, sie haben alle getötet. Mögen sie Frieden finden. Und ich muss nach Hause. Für einen weiteren fruchtlosen Versuch, die Sippschaft meiner Verlobten zu beeindrucken. Zeige mehr Biss als jetzt gerade und sie beginnen vielleicht dich zu mögen. Ja, verzeih. Ich bin nur entsetzt. Vielleicht besänftigt es sie, wenn du mit uns zu Abend isst. Denk darüber nach. Du bist mir immer willkommen. Meine Anwesenheit allein wird die Familie deiner Braut nicht überzeugen. Das musst du schon selbst schaffen. Ja, ja, du hast völlig recht. Ich hoffe nur, dass du mir einige Einblicke geben kannst. Das kann ich tun. Wundervoll. Besuche uns in Elmenham, wenn du Zeit hast. Hier ist es noch schlimmer, als ich dachte. Okay. Tschüss, Oswald. Nimm am Abendessen teil. Können wir machen? Er reitet ja jetzt eh erstmal dahin. Und wir können uns mal ein bisschen umgucken. Erstmal natürlich wieder Fertigkeitspunkte. Und jetzt, Karte. Es gibt allerdings nicht allzu viel hier, ne? Also wir können nochmal dahin. Könnten dann den
Synchronisationspunkt mitnehmen, uns dann diesen Schatz holen und dann nach Elmenham. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch tun. Wir lassen uns von unserem treuen Gepferd führen und leiten. Ich bin trotzdem sehr irritiert, weil Rüd klingt ja nicht gerade nach einem Dänen. Das erste, an das ich denke, wenn ich Rüd höre, ist tatsächlich die Niederlande. Aber vielleicht gab es zu dem Zeitpunkt damals irgendwie einen Zusammenhang. Wäre das möglich? Oh, Wölfe. Los, Pferd, schneller! So. Leg dich nicht mit mir an, Wolf. Oh, da gibt's wieder. Die Netze sind gut gefüllt. Du hast Vorräte für 100 Monde. Du wirst ein langes und herzliches Leben führen. Aber Vater, bitte bleib. Du bist nicht zu krank. Oh. Die Luft ist voll vom Geruch nach Fischinnereien. Was für ein großzügiger Fang. Für diese überlaufenden Netze könnt ihr euch glücklich schätzen. Guter Krieger, du machst auf mich den Eindruck eines echten Drängers. So einer bin ich auch. In den Lumpen eines Fischers? Willst du dich so verstecken oder die um dich herum beschützen? Mein Leben hatte viele Abschnitte. Ragnar Lodbrok hat früher auch das Feld bestellt, weißt du? Er hat meine Wahl oft beneidet. Warst du Teil von Ragnars großem Heer? Das war ich. Und hier in Englerland sah ich so fruchtbare Erde. Man musste nur ausspucken und es wuchs etwas. Und Wasser voller Fische. Ich habe eine Sechsin namens Attlesweet kennengelernt. Und wir hatten ein gutes Leben. Dank der besten Muscheln in ganz East Engla. Aber jetzt muss ich meinem Sohn zeigen, wie Dränger sterben. Mit Ehre. Ich achte deinen Wunsch nach einem ehrenvollen Tod. Mein Sohn soll zusehen. Er soll ein letztes Wort sagen können, wenn ich sterbe. Er soll mich nicht auf dem Stroh dahin siechen sehen. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Vielleicht bald durch meine oder eine andere Axt. Bis dahin ernte ich Muscheln und schiebe das Schicksal dieser schlimmen Krankheit auf. Doch. Die Weberinnen haben mir viele Zeichen geschickt. Ich warte nur auf einen anständigen Tod, bis die Axt der Familie an dich übergeht. Okay. Ja, will ich ungern jetzt machen. Denn, ja. Ihr wisst, wie schwer mir solche Kämpfe fallen. Bevor ich mich jetzt hier abschlachten lasse, kommen wir später einfach nochmal wieder und lassen ihn dann mit Ehre sterben. So, hier sieht es wieder ziemlich ekelhaft aus. Oh. Oh. Hier sieht es ja noch ekelhafter aus. Oh, oh. Ernsthaft? Hey, Moment! Okay. Ich dachte, der hätte uns gesehen. Dann eben nicht. So.
Okay, der da wird uns auf jeden Fall sehen. Na toll. Kommen jetzt beide? Nur einer bitte. Sehr gut. Aber mag ich gerade sehr gerne, weil die jetzt hier keine großen Touren oder so machen. Die sind einfach wirklich stationär. Und am Ende verhaue ich es doch noch. Alles gut, alles gut. Was ist denn da los? Ja, komm mal her. Ja, shit. Dreckiges, feiges Arsch bist du. Du bist doch schon tot. Jetzt wollte ich eigentlich Sühnen mal auf ihn losschicken. Autsch. 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 Gut. Da kommen wir aber so nicht rein. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Oder einen anderen Weg einfach? Ach, ernsthaft? Runter, komm. Okay, sehr geil. Sehr, sehr geil, dass man hier mal durch den Brunnen auch muss, um den Schlüssel zu kriegen für die Tür. Hatten wir, glaube ich, so noch gar nicht, oder? Aber weiter geht's hier auch nicht. So, das Licht am Ende des Tunnels. Eivor, danke. Weißt du, die Leute müssen sich nur mal ein bisschen umgucken, ein bisschen genauer umgucken. Und schon kommen sie auch hier rein. Tagebuch eines Bauern. Mit jedem Tag rücken die Dänen näher. Die anderen sind nach Norwegen geflohen, aber wir werden bleiben. Hier sind wir zu Hause. Rauch steigt über den Bäumen auf. Die Reetdächer brennen so hell. Rüds Krieger schon weder Mann noch Frau, weder Kind noch Kegel. Kegel? Naja. Wir hören sie lachen. Sie kommen den Weg hinauf. Es ist soweit. Achso, es ist soweit. Möge Gott uns gnädig sein. Ich finde es aber auch super, dass die Männer, die hier die Häuser und so überfallen, immer die Briefe liegen lassen. So,
Kupfer-Nickel-Barren, auch sehr gut. Wir müssen auch unbedingt mal wieder zu Gunnar. Ich weiß nämlich nicht... Titan auch noch. Ich weiß nämlich nicht... was man noch so... upgraden kann aktuell. Da ist noch ein Mann mit Fragezeichen. Hallo. Guten Tag. Informationen. Ich habe sie. Willst du sie? Es ist das bisschen Silber wert. Versprochen. In Ordnung. Ja, ich nehme die Bücher. Immer gerne. Schau, ich markiere die Stelle auf deiner Karte. Ein Ort, den ich kenne. Ach, ernsthaft? Da, wo wir jetzt hingehen? Ach nee, da unten. Das hat er wahrscheinlich markiert. Okay, vielen Dank. So. Aber hier gibt's auch noch irgendwas. Ist hier eine Höhle? Nee. Auf jeden Fall geht's hier wieder runter, wenn wir da oben drauf waren. Auch gut zu wissen. Ja, okay. Hoch mit dir. Die werden sofort angreifen. Was? Oh. Gut, dass Eivor die schon aus 5000 Metern sieht. Ist es das? Das glaube ich aber nicht, liebe Freunde. Okay. Dich nehme ich auch noch mit. Ah doch, hier ist doch ein Buch. Alles klar. Brief eines Dänen. Arik, Rüd behauptet, wir hätten beim letzten Raubzug Beute gemacht und ihm seinen Anteil vorenthalten. Du weißt, dass wir nichts gefunden haben. Die sächsischen Bauern müssen es versteckt haben. Finde es, bevor Rüd uns verbannt. Oder Schlimmeres. Einer der Farmer sprach von einem unterirdischen Gewölbe. Doch er hat mein Verhör nicht überlebt. Finde es, Arik, bevor Rüd uns findet. Gefunden. Also, ja. Die schlauesten Jungs sind's halt auch nicht, ne? Aber... Na gut. So. Können wir nicht weit... Okay, das ist das Maximum. Alles klar. Nein, nicht... So, neue Fähigkeit, blitzschnell. Na? Verbrauche Ausdauer, um dich unentdeckt zu bewegen. Endet bei Feindkontakt. Ja, cool. Aber brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Vielleicht später mal.
Und dann einmal nach oben, bitte. Okay. Ja, Sperrgebiet, weiß ich doch. Eine sehr schöne Aussicht auf jeden Fall. Gut. Genau, hier vorne, das sah auch noch sehr interessant aus. Und wir haben generell noch sehr viel aufgedeckt. Und würde ich sagen, können wir das hier noch machen. Und beim nächsten Mal gehen wir dann zum Abendessen. Und ich hoffe, Eivor weiß, wie er sich zu verhalten hat. Bei so einem piekfeinen Abendessen, wie wir es da wahrscheinlich bekommen werden. Rabe nicht verfügbar. Ich will doch auch gar nicht einen Raben auswählen. Aber warum ist er nicht verfügbar? Das verstehe ich nicht. Hat der Wolf jetzt quasi den Raben verdrängt? Okay, hier ist wieder eine Opfergabe nötig. Aber das könnten wir machen. Krass. Oh. Mir wurden einige Münzen gestohlen. Grüne Fußspuren. Könnte sein. Wieso gibt es dafür nur einen Fertigkeitspunkt? Grüne Fußspuren. Und die sehen nicht nur wegen dem Animus grün aus. Wir wurden entdeckt! Oh, Rückzug! Spiel mit uns! Komm mit ins Land von St. Martin. Es hüllt sich in ewiges Zwielicht. Hier wohnt ihr? Wo sind eure Eltern? Fragen über Fragen. Die können warten. Gehen wir erstmal hoch. Okay. Willkommen in St. Martins Land, müder Reisender. Weißt du, wie der Goldral ist? Also Goldrin, oder... Ich dachte, wir wären entkommen. Eure Hände und Füße sind flink, Kinder. Doch ihr seid nicht verstohlen genug. Oh, das war knapp. Wir geben zurück, was wir dir abgenommen haben. Doch erst musst du unsere Geschichte anhören. Einst, vor langer, langer Zeit, in einem fernen Land, gab es eine Schwester. Und einen Bruder. Das wollte ich gerade sagen. Aber ja, und einen Bruder. Sie lebten froh und zufrieden in St. Martins Land. Ganz alleine, mit köstlichen Bohnen. So viele Bohnen und Kuchen! Aber jetzt ist das Leben schwerer. Es gibt keine Bohnen mehr und kein Kuchen. Und wir müssen nehmen, was nicht uns gehört. Wir sind nicht böse, nur hungrig. Entschuldige, Langbein.
Überleben zu wollen ist keine Schande. Und für die eigene Familie soll man alles geben. Du bist weise, Langbein. Achso, ich habe nichts zu essen dabei. Schade. Hier, nehmt mein Silber. Das hättet ihr ohnehin getan. Aber kauft, was ihr braucht. Stehlt nur, wenn es wirklich sein muss. Danke. Aber ich glaube nicht, dass wir das verdient haben. Ihr habt auch nicht verdient, so zu leben. Gebt euer Silber mit Bedacht aus. Hier, Langbein. Eine Halskette? Ja, das ist das St. Martin-Siegel. Du bist jederzeit willkommen, Langbein. Du bist einer von uns. Besuch uns mal, ja? Das werde ich. Passt auf euch auf, ihr grünen Kurzbeine. Wie geil. Sehr, sehr cool. Jetzt können wir quasi immer wieder zurückkommen und den Essen geben. Habe ich... Also, würde ich jetzt so verstehen. Nachricht an krakeliger... In krakeliger Kinderschrift. Freunde von St. Martin, Fiona die Füchsin, Langbein. Danke, dass du mit uns gespielt hast, Langbein. Es wäre schön, etwas Kuchen zu haben, Schwester. Okay. Ich dachte, wir können jetzt irgendwie jederzeit zurückkommen und denen was geben. So, und sind wir jetzt etwa an dem Punkt, wo es nur noch einen einzigen Fertigkeitspunkt gibt pro Aufstieg? Dann wird es ja noch nerviger, auf die richtig hohen Stufen zu kommen. So, nächstes Ding, wo ich hin will. Das da, aber hier ist auch wieder was. Och, Leute. Viel zu vollgepackt hier. Und irgendwas dampft hier. Ah. Hier liegt ein verwunschener Seder in der Luft. Ja, hier gibt's wieder den... Hier trug sich ein unrechtes Schicksal zu. Mhm. Das machen wir nicht, denn wir wissen, was passiert. Aber auch schön, dass das Pferd einfach stehen bleibt, ne? Das ist jetzt von alleine hier stehen geblieben. Ihr seht gerade nichts, ne? Aber ich auch nicht. Das ist sehr, sehr staubig hier. Und neblig und diesig und beliebige andere Wörter einfügen hier, die diesen Zustand beschreiben. So, was bist denn du? Das haben wir aber jetzt zum ersten Mal gesehen, oder? Komm, trau dich nur. Versuche selbst. Eivor. Komm, stell dich hier hin und blicke über die Fjorde. Halte meine Hand. Genau so. Achso, das ist die erforderliche Höhe. Dein Vater brachte mich vor langer Zeit hierher, als wir nur 19 Winter zählten. Zusammen bauten wir Steinmännchen. Die hier? Ja, stell es dir als Prüfung von Geist und Geduld vor. Schichte die Steine hoch und breit. In eine Gestalt, die du magst. Wie gewinne ich? Schade. Indem du spielst. Und ein ruhiger Geist ist deine Belohnung. Lass die Luft und die Schönheit der Natur dich besänftigen. Okay, kommen wir mit den Steinen auf die erforderliche Höhe? Müsste, ne? Ja. Steinmännchen abgeschlossen. Verstehe. Und wir könnten da auch noch irgendwelche anderen Formen draus bauen.
Das ist geil. Aber die haben ja auch nur Türme gebaut. Aber dann wissen wir fürs nächste Mal Bescheid, dann können wir da halt ein bisschen kreativer arbeiten. Da oben ist auch noch was. Das war ein sehr ekelhaftes Geräusch. Was ist das? Sahing oder Sang? Ah. Ich stieß auf diese uralten Pfähle mit Thea-Heimen, mein heiliges Zeichen zu setzen und den Ursprung ihrer Macht zu finden. Da ich bete, schickt der Herr die Stimme des Heiligen Geistes durch mich. Sie heilt mit dem Glanz uralter Zungen wieder und ich werde erneuert. Waren es die Nephilim, die diese Hölzer herbeitrugen? Ein Schutzwall gegen Eindringlinge. Bitte, o Herr. Lasse die Wahrheit auf mich scheinen, so hell wie dein Wort es vermag. Brennain von Cluain Fererta? Okay. Odins Sicht. Ah, das ist wieder das. Robben! Okay. Aber aus welcher Richtung muss man da am besten drauf gucken? Auf jeden Fall von hier irgendwie. Oder geht das auch von der anderen Seite? Weil das Zeichen da hinten sieht ja schon richtig aus irgendwie, ne? Das könnte halt auch irgendwie so sein. Wie bindet man denn alles damit ein? Bin sehr irritiert. Oder warte mal, hier hängen die Dinger so? Okay. Dann nicht. Also das muss dargestellt werden. Vielleicht wenn man so ein bisschen von oben drauf guckt. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber gut, bevor wir uns damit jetzt aufhalten, wir können ja immer noch später wiederkommen. So ist es ja nicht. Pferdchen bitte. Dann würde ich sagen, machen wir uns hier auf den Weg. Oh, Entschuldigung. Reisen zum Questziel. Und da werden wir dann auch beim nächsten Mal weitermachen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.